May I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's rock. Jo, und ein herzliches Willkommen im Livestream auf Notruf Bochum. Willkommen zurück mit der Feuerwehr. Ja, das Boot, das brennt auch schon seit Tagen. Die Feuerlöscheinheit Wasser ist immer noch nicht eingetroffen. Oh, naja. So. Meine lieben Damen und Herren, es gibt viele, viele, viele Neuigkeiten, die uns im RP bestehen sollen. Schauen wir mal. Grüße Dispatcher 90. Hallo. Und zwar, ihr seht schon im Titel, Alarm für Feuer und Rettungswache 3. Ja, da wollen wir natürlich auch mal gucken, ja. Was wir da noch so für schöne Alarme haben heute. Guten Morgen, Niklas. Guten Morgen oder guten Tag. Boom! Alarm für Feuer und Rettungswache 3. Fahren wir mal zur Feuerwache. Zumindest, wir holen uns vorher noch mal was zu trinken ab. Da fahren wir noch mal zum Burger King. Ah, okay. Genau, da fahren wir mal zum Burger King und dann schauen wir mal. Auch jetzt hier abbiegen. Mensch, jetzt genau schiebt dein Auto hier rum. So, ihr seht schon mal die erste Neuerung bei heute aus, oder? Wir haben ein neues Shop-System. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Cheeseburger. Können wir uns mal 5 mitnehmen. Pommes. Nehmen wir uns mal 3 mit. Hamburger nehmen wir uns immer noch 5 mit. So. Was haben wir hier als Getränke? Oh, Erdbeersoda-Getränk nehmen wir uns mit. Noch 5 Softdrinks und 5 Kaffee. So. Haben wir es bestellt? Jetzt können wir zum Kassierer gehen. Und jetzt hat er das schon fertig gemacht. Bestätigen. Ich zahle mit Karte. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Genau, man kann jetzt nämlich einkaufen und auch mit Karte zahlen. Das ist nämlich jetzt neu.
Ah, wir fahren uns vorher nochmal umziehen. Feuerwehr ist erreichbar. Abschleppdienst ist leider noch nicht erreichbar. Ja, genau. Oder sind die jetzt erreichbar? Die Führerscheinstelle, die ist hier unten. Die ist da, da ist die Fahrschule. Ja. Im Fahrschulgebäude an der Passage 348. Das ist halt eigentlich schon relativ nah vom Flughafen gelegen, wenn du vom Flughafen links runterfährst. Naja, es sind die Fahrschule am Hafen. Also im Endeffekt dort hinten. Ja, und die Busfeuerwehr Bochum, die Rettungsdienst Bochum, die Polizei Bochum, das Autohaus etc. suchen noch Leute. Genau, heute um 17.30 Uhr kommen noch ein paar Entscheidungen, dort werden wir switchen. Also anderthalb Stunden sind es jetzt hier und dann noch eine halbe Stunde im Admin. Gucken wir mal, ob die Feuerwehr kommt. Die Feuerwehr war erreichbar. Ich glaube es nicht.
Nochmal. Der ADAC ist noch nicht zu erreichen. Ah, da ist die Feuerwehr. Mahlzeit. Moment. Hallo, guten Tag. Man hört Sie nicht. Hallo? Man hört Sie nicht, falls Sie reden sollten. Man hört Sie nicht. Hallo? Hören Sie mich? Moment. Hallo? Also falls sie reden, man hört sie nicht. Hallo? Ah, ich höre Sie jetzt wieder. Ja. Super. Gut, guten Tag. Guten Tag, was ist passiert? Ja, einmal hat sich erledigt. Einmal hat sich erledigt. Sie haben ja eine Ölspur. Ach da. Ja, genau. Und das ist da ein Ureinwohner oder? Ja. Er war schuld. Er war schuld, okay. Alles, dann bin ich einmal ab. Bei Ihrem Auto ist jetzt nichts passiert, oder wie? Ja, ne, ich hab schon einen Mechaniker, da fahr ich nach vorbei. Zumindest kommt er eh. Ich komme jetzt auf die Feuerwache. Alles klar. Alles klar, bis dann. Bis dann.
So. Ne, da muss ich hin. Guten Tag. Hey. Danke, bis dann. So. Wer es noch nicht wusste, ihr könnt gerne mitspielen. Server heißt Lothof Bochum. Wie gesagt, das Beste kommt jetzt. Da fahren wir jetzt mal hin. Ich muss es bloß mal noch raussuchen. Einmal öffnen. Mich einloggen im System. So.
Das kann nicht funktioniert haben. Oh, was haben wir denn hier? Hier müssen wir mal fix was gucken. Genau. Was ist neu? Wir haben Alarm-Computer. Alarm-Monitore. So, locken wir uns mal in den Dienst ein. EW ein. So, ihr seht ja jetzt, ne? Ich bin jetzt Status 6. Das bedeutet, der Alarmmonitor zeigt jetzt halt auch noch Status 6. Also machen wir uns jetzt mal Status 2. So, Achtung! Tada! Auf dem Monitor hat sich natürlich was geändert. Ja, genau. Wir haben neue Monitore drin. Na, wo wir auch unsere Einsätze reinbekommen, natürlich. So, ich muss mal hier einmal durchqueren kurz. Einmal schnell die Einsätze durchqueren. So. Genau. So, gut. Mahlzeit. Der Tank ist leer. Dein Tank ist leer. Mein Tank ist leer, kurz. Dann würde ich sagen, lauf mal zur nächsten Tankstelle, hol dir mal einen Benzinkanister. Na boah, Mann. Wo ist die nächste? Man hört dich nicht. Also, falls du was sagst, ich höre dich nicht. Okay, darfst du jetzt einsteigen? Kurz vor der Wache, Alter, ey. Das kriegst du aber auch bloß du hin, oder? Ja. Ich hab dich Telefon schon leer bekommen. Aber da warst du noch rechtzeitig an der Garage gewesen. Ah, okay. Wie hast du den Unfall überhaupt hinbekommen? NPC hat mich geschliffen. Also dieser Kopflose. Oh. Dann hol mal einen Benzinkanister. Aber funny.
Aua! Ja, genau! Steig mal aus. Nee. Hast du Öl in der Mitte? Nö. Gut, dann müssen wir doch zur Wache fahren. Der fällt einfach vom Himmel. Ey, guck mal ja. Hier, Feuerlöscher ist. War ein Dean hier? Keine Ahnung. Installiert bestimmt neue Feuerlöscher. Kann gut möglich sein. Ich fahr gleich mit dem HLF raus. Hm. Soll ich das in Status 1 machen oder einsatzmäßig? Ne, mach ruhig einen Einsatz. Machst du noch Einsatzprotokoll schreiben? LKW fährt über den EW Motorhaube. Oh Gott. Achso, ne, du hast doch gar keinen Zugangsdaten, ne? Fürs Tablet? Nee. Nee. Ja, muss ich dir mal gleich geben. Selber mal schnell gucken. Ich brauche selber meine eigenen Zugangsdaten. Ja. Ich komme nicht mehr, ich kann das nicht mehr tanken. Da zeigt mir nichts an. Muss mal mittig gehen ungefähr vom Auto. Irgendwo mittig. Oh! Guck mal, da ist es wieder. Jetzt hab ich ja gar nichts an. Nee, ich bin schon komplett ums Auto rum. Warte, ich park's mal schnell weg. Geisterhände! Also ja, genau. Meine Netzwerke. Da. Haben wir Bewerbungen? Nö, haben wir nicht. Der Herr Schneider. 48 Stunden, 30 Minuten Dienstzeit. Hat er sich vergessen auszumelden? Oh, fix in die Stempeluhr rein.
So, da haben wir noch was für die Fische. Ich guck mal, warte mal. Nee, die sind nicht zu erreichen. Herr Black ist mit da. Half 1 an der Stelle Bochum. Der 3 wie 1 hört sie. Ja, Abschlusslagemeldung von der Ölspur. Ölspur beseitigt. Wir sind wieder Status 1. Kommen. Das haben wir so verstanden. Sie sind wieder Status 1. Unsere Einsatzuniform dorthin legen. Hallo Dustin Wendeler, herzlich willkommen im Stream. Ja, genau, ich schub's wieder meine Tasche hier rum. Komm, rutsch mal. Ach, wir haben keine Einsätze, das ist sehr gut. Genau, Werkstatt hatten wir ja keine, die zu erreichen war. Den werde ich jetzt mal gleich noch dem Werkstatt eine Rolle bearbeiten. Was für die LS? Was meinst du? Was meinst du LS? Leitstelle, Landwirtschaftssimulator, also, da muss ich mir jetzt genauer deuten. Welche Postleitzahl waren das?
So, jetzt gucken wir mal in die Richtung dort. 592. Das müsste, wenn ich mich recht erinnere, ja. Voralarm Löschzug. Einsatzalarm. Brand 3. Brandmeldeanlage Meldergruppe 529. Postleitzahl 529. Es rücken aus. Einsatzleitwagen. 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug 3. Für dich zur Info. Meldergruppe 529. Werkstattbrand. Okay. Und zwar brennt bei uns im Lager eine kleine Batterie, die ist auf so einem kleinen Wagen am Ladegerät angehangen. Mhm. Und praktisch durch die Türe und dann links durch den Rest durchs Tor und dort rein. Ah, alles müsste klar. Müsste dort gleich sein. Alles klar. HLF absitzen, einmal mit Atemschutz ausrüsten, Brandbatterie im Lagerbereich. Mit was? Feuerlöscher oder? Nee. Einmal mit Schlauch
Grundausrüsten, Atemschutz ausrüsten, Asi mache ich. Und zwar Eingang ist die Tür geradeaus durch. Dann sollst du rechts rumgehen, geradeaus soll nochmal eine Tür kommen, dann kommst du in den Lagerbereich, dort brennt es. Ich geh nochmal in den Alarmplan, warte noch. So, alles klar. Gut. Dann setz ich auf. Wie ist dein Druck? Hey! Wie ist dein Druck? Komm mal her. Druck ist jetzt bei 290. Alles klar, trage ich ein. Angriffssub 1, 290 Bar. Jo, aber. Leitstelle Bochum von den 3 EW1 kommen. Ja, 3 HLF1 meldet, erster Druck unter PA geht jetzt ins Gebäude rein. 3 HLF1 verstanden? Ja, der 3 HLF1 mit Lagemeldung vom Brandwerkstatt. Einmal Brand im Lagerbereich der Werkstatt gemeldet. Meldergruppe 529, Kelleralarm, Stichwort Erhöhung notwendig. Komm hin. Drei HLF1 an 3 EW1 kommen. 3 EW1 hört sie. Ja, ich melde, ich komme hier durch die zweite Tür nicht. Die zweite Tür ist abgeschlossen, kommen. Ja, das habe ich so mit, dann einmal bitte mit Helligentool ausrüsten, Tür knacken, es kommt kein Mitarbeiter rein. Komm hin. Ja, das ist so verstanden. Ja, 3 HLF1 meldet, sobald die Tür aufgebrochen ist, springt die Tür wieder zu, kommen. Ja, das habe ich so verstanden. Dann probier's mal über eine aus über ein Tor. Kommt ihr nicht ins Gebäude rein? Okay. Der Kollege ist gerade dabei. Ne, wir kommen gerade nicht rein. Eigentlich ist das Tor offen. Ja, das ist leider zu. Für uns.
Du, wäre es möglich, wenn der Mitarbeiter... Der guckt gerade schon, dass er einen Schlüssel dir aufmacht, mit dem Schlüssel. Ja, wenn nicht hier vorne ist die Tür, dann nimmt der BMA, dass er da vielleicht die Tür aufmacht. Er ist gerade dabei, das Tor zu öffnen. Geh mal gucken. Und 3 HLF 1 kommen. 3 EW1, hört sie. Ja, Frage, wo ist nochmal das Batterielager? Kommen. Dort auf der rechten Seite soll eine Tür sein. Kommen. Ja, hier ist wahrscheinlich nur die Tür nach draußen und hier ist noch ein Rolltor. Kommen. Ne, da hinten im Lagerbereich. Sicht von hier aus, geradeaus. Wenn sie vom Tor schräg rechts, da hinten ist doch das Regallager. Wenn sie vom Tor reingehen, auf der rechten Seite hinten in der Ecke. Wo ist denn der Brandort genau? Ja, ich muss raus, mein Gerät. Ja, gleich, wenn der zum Tor dort reinkommt, da ist offen ein Wagen, eine Batterie und ein Ladegerät. Und da gab's ein Band. Ja, da brennt's. Aber, ja, der Kollege konnte jetzt erstmal nichts feststellen. Ich mach gleich schon mal eine Begehung. Ja, 3LF1 von 3EW1 kommen. Kommen. Ja, einmal Atemschutz und Schlauch ablegen. Wir gehen mit Wärme für die Kamera. Also ich bin da jetzt hier rechts. Ja, so. Genau, und geradeaus soll das irgendwo sein. Ich komme mit der Wärme für die Kamera mal mit. Hier rechts, ja, da wo das Auto steht, da hinten ist ein großes Lager mit Reifen, Ersatzteilen und sowas alles. Und da habe ich irgendwie auch ein paar Batterien gesehen, aber jetzt so. Habe ich nichts gesehen. Na, vielleicht ist er schon aus. Mal gucken. Vielleicht war es auch bloß eine ne Ausgasung. Wir gucken mal. Ja. Ich habe immer noch meine Uhr mit. Machst du mir mal auf? Bitte. Danke. So, weil hier ist ja die Tür nach draußen. Genau, und hier ist das Lager. Genau. Da ist die Batterie, die gebrannt haben soll wahrscheinlich. Ja, es ist, also die ist ausgebrannt schon, ja. So schwarz wie die ist, ist die hin. Ja. Dann ziehen wir es einfach erstmal vom Strom. So. Genau, guck nochmal. Rauchkontrolle sieht soweit erstmal gut aus, denke ich. Wir lassen das Tor gleich nochmal öffnen. Lass mal das Tor nochmal öffnen und dann kann er selber da mal gucken. Naja. Kann er, so sollen sie noch mal durchlüften. Hast gesehen unser Einsatzmonitor? Naja, hab ich gesehen. Da kriegen wir auch die Einsätze drauf. Ist das Tor wieder bei mir zu? Bei mir ist es offen. Bei mir ist das zu. Hol mal den da draußen, wenn du rauskommst.
Mich mag das Tor heute nicht. Nee, das spinnt so ein bisschen momentan. Ich muss eine Feststange darüber dagegen hauen. Müssen wir mal einen Elektriker anrufen, ne? Ja, wenn ihr einen Rager. Habt ihr das jetzt gefunden oder immer noch nicht? Ja, haben wir gefunden, haben wir, es ist ausgebrannt. Sie müssten mal noch das Tor dann öffnen, plus noch mal auslüften lassen. Soweit ist alles wieder in Ordnung. Wunderbar, bedanke ich mich. Batterieentsorgung können Sie ja selber machen, da Sie ja ein Werkstattunternehmen sind. Und dann, deswegen habe ich ja sofort mitgekriegt, dass es halt brennt und nicht erst nur eine Auslassung. Ja, ja. Na, wie gesagt, Hammer ist aus, ne? Via Feuerlöscher wurde gekühlt nochmal. Ist auch vom Strom genommen jetzt nochmal zusätzlich, ne? Da bedanke ich mich auf alle Fälle. Ja, na klar, kein Problem, ne? Brandmeldeanlage habe ich zurückgesetzt, ich genau. Ich hab sie gehört. Na? Jedi, dann... Alles klar, dann steht da noch. Leitstelle von 3W1 mit rager Rückmeldung. Brand wurde mittels Feuerlöscher abgelöscht, Batterie am Strom abgeklemmt. Wir sind wieder Status 1, bereit für den nächsten Einsatz. Kommen. Ja, da haben wir schon den nächsten Einsatz. NPCs, ich hasse sie.
Halef absitzen, Brand in der Baumkrone. Ich wiederhole, Brand in Baumkrone. Da oben, siehst du es? Ja, ach Gottchen. Ich sperre mal ab. Ja. Soll ich hier auf diesen Feldweg fahren? Nee, lösch von der Straße aus, die Baumkrone brennt. Ne, aufpass auf Ausbreitung nach unten. Könnten Trümmerteile runterfallen. Ja, 3 EW1 und 3 HLF1 kommen. Kommen Sie. Ja, ich melde Feuer aus. Brand brennt aber noch in der Spitze oben. HLF 1 von 3W1, komm. Ja, zieh. Probier mal einen Löschversuch vom Monitor aus. Die Frage ist, wie krieg ich denn den Monitor raus? Dann musst du deinen Schlauch da oben anschließen, wenn du verstehst. Ah, ja, okay. Sobald ich hochgehe über Leiter. Brauchen wir hochgehe über die. Ja, ja, brauchen wir die Drehleiter eigentlich, ne? Hm. Jetzt bin ich gerade überlegen. Pass auf, lass das HLF hier. Nimm mein ELW, fahr zur Wache, hol die Drehleiter. Ja. Müssen wir gucken, ob sie funktioniert. Gut. Aber bau die Kegelfeuer ab mit.
Entfernmuskel. Hier den denn in die Halle stellen oder? Ja, stell den in der Halle. Kannst zurückkommen, Feuer aus. Ja, ist ich hab einmal drauf gehalten von hier unten. Okay. Ich, ja. Kann, ich hab Zauberhändler. Ja, ja. Ja, na denn. Dort 3EW1 mit abschließender Lagemeldung. Brandbaum im Kronenbereich durch Blitzschlag. Brand mittels Schnellangriffsvorrichtung des HLFs gelöscht. Wir sind wieder Status 1. Kollege, vergiss das Tanken denn nicht, ne? Vergiss es nicht, mein Tank ist noch halb voll. Okay. EW1 von 3 Halle 3 1 hört? Ja, ein Wort im Kopf. Ja, das habe ich schon mit. Ja, genau. Ihr habt jetzt mal gesehen, dass wir auch neue Brände etc. haben. Baumbrände sind neu, Mülleimerbrände sind neu, Containerbrände. Dann haben wir einen Kirchenbrand haben wir auch tatsächlich. Ja. Wir haben schon viele, viele neue Dinge gemacht. Ne, ihr habt gesehen, die Kleidershops sind auch neu. Dann haben wir die 24/7 Shops neu gemacht.
Und das aller neueste seht ihr gleich. Genau. Wir haben nämlich eine neue Stadt. Oder Dorf. Sagen wir mal so. Ist die Stadt Wernigerode. Die Stadt liegt auf dem Berg. Gleich mein Kollege denn da ist. Um euch denn noch so ein paar neue Dinge zu zeigen und ein paar Bekanntmachungen noch zu geben. Und zwar werden die heute live gemacht. Da es manche, aber viele nicht für nötig halten, ihre Position als Leitung, beziehungsweise wenn man es halt so nimmt, als ja dahin getun, hinnehmen tut. Ja, genau. Den Einsatz haben wir abgearbeitet. Ich sage noch mal eine Runde. So! Ja, Status 6. Das könnt ihr auch noch mal sehen drin. Jetzt gehen wir noch mal rein. Das ist dann vorne am Bordcomputer. Der taucht jetzt gleich da. Ist er. Dass jetzt hier alle Fahrzeuge auf Status 6 sind. Bedeutet die Feuerwehr ist nicht zu erreichen. Verlassen. So. Ziehen wir uns das mal um. Ach ja, toll. Habe ich ja gar nicht. Dann gehen wir hier in die Privatumkleidekabine. In die Feuerwachenumkleide und holen uns hier meine Privatsachen mit aus dem Spind. So. Wie meinst du das, warum ich alleine bin? Es ist halt leider nichts los, ne? Und es fehlen halt jetzt aktuell noch die Spieler, so. Ich versuche zwar halt mit meinem YouTube halt so ein bisschen Werbung zu machen, etc. Und so. Ich sag, das Projekt ist klasse, ne? Es ist klasse aufgebaut, wir haben viele Möglichkeiten, etc., ne? Da sprechen wir dann gleich drüber, Johnny, ne? Machen wir dann. Besprechen wir gleich, wenn dann gleich mal. Als Admin unterwegs, warte bloß gerade auf meinen Kollegen. Und dann switchen wir mal nochmal durch und dann. Ja. Der Kollege hat einen Einsatz. Genau, der ist in einem Einsatz. Weil. Also, der hat im Kopf einen Einsatz. Na,
Das ist halt so, wenn man halt Feuerwehrmann ist, etc. Das kann mir jetzt auch passieren, aber. Na. Ist halt schwierig, denn zu sagen. Ey, Pommesbude. Bist du auf dem Weg zu mir? Na, nicht wie weißt du nicht, ich muss ja zur Feuerwache mal kommen. Ja, ich bin schon unterwegs. Na, geht doch. Developer werden aktuell nicht benötigt. Es ist alles developed soweit. Wir haben heute den restlichen, also die restlichen Updates eingedeveloped. Ja. Wir haben jetzt sehr viel schon gemacht. Ja. Genau. Ja, sehr viel überarbeitet, sehr viel eingearbeitet und so weiter. Ja. Wenn man es so nimmt, haben wir eine ziemlich fette Karte. Ja. Auch hier oben. Na, alles schön knackevoll. Aber ist ja auch für viele das RP. Aber wir brauchen Spieler, Tim. Wenn du drauf kommst, komm gerne drauf. Vielleicht suchen wir ja auch noch irgendwann mal Teammitglieder, wenn man lange genug dabei ist. Ne, wenn man sich auch gut in macht etc. oder sich im Bild zeigt, ne, sag ich mal so, auch viel auf dem Server unterwegs ist. Vielleicht, ne, wird's denn auch noch was? Ne? Ich habe einen Code 995. Hä? NPC auf Vorderscheibe. Was? Habe einen NPC auf Vorderscheibe. Ja, warte, ich komme mal zu dir. Among. Ich habe gerade einen mitgenommen. Aber du hast gerade einen mitgenommen, hast du Post gehabt? Ja, klemmte vorne dran. Kannst halt die Koordinaten wegnehmen, Hab ich. Wohin? Genau. Fahr mal hoch in die Berge. Mindestalter und nein, also ich denke mal, wenn man die geistige Reife etc. hat und sich halt bei uns, wie gesagt, ihr könnt ja einfach auf den Server joinen. Der Server hat keine Whitelist. Schneid einfach rein. Spielt, ne, solange wir RP spielt und gutes RP spielt, ne, müssen wir nicht eingreifen. Sollten wir mitkriegen, dass da Shit gebaut wird etc., dann da greifen wir halt ein, ne? So. Ey, du sollst kein Bunnyhop machen. Mach ich gar nicht. Hattest du aber gerade, hat es gerade Durchfall mal kurz. So, es kann sein, weil ich schaue, was nicht weiter offen. Ah, okay. Hast du den Fernseher offen? Ja. Ah. Ja, ich musste vorhin auch erstmal alle Fernseher im Hintergrund zumachen. Hallo Knife TV, guten Tag. Ja, Jetzt mach noch genau. einen Fernseher rein. So. Erstmal für alle die Information. Es ist einmal die Polizei neu zu besetzen. Wo wir auch schon eine Bewerbung haben. Das Autohaus ist neu zu besetzen. Das Krankenhaus braucht Personal noch. Genau, die Mechaniker brauchen bestimmt hier und da auch mal ein bisschen was. Ja. Du, jetzt kann Kamasutra aus dem Auto machen. Warum? Guck mal auf den Fernseher. Oder wolltest du Origami machen?
Ich dachte, ich probiere mal was Neues als mit den Autos. Ja, ne? Hey, bei mir ist er ganz hinten. Ja, ne? Ich sag doch Origami auf moderne Art. Mach mal blaulich an, dann ist genau. Hab ich schön. Das hast du gerade fett Husten gehabt. Was? Hast du gerade ins Auto geniest? Mein? Junge! Irgendwie kann das Auto mich nicht leiden, hab ich das Gefühl. Nee, irgendwie nicht. Achi. Ach, genial. Wir müssen danach mal noch zum Johnny. Zum Dr. OOC Matt müssen wir dann mal noch. Dann gleich noch einkaufen gehen. Was einkaufen? Ja, ja. Ich muss auch noch Brot für meinen Kühlschrank kaufen. Oh, ey. Ich muss meinen Kühlschrank noch füttern, Alter. Ich finde die Landschaft so geil, Alter. Ich finde die. Aber okay, Strom gekriegt zum Essen oder was? Nee, nee, der hat noch nichts zu fressen gekriegt. Die Strecke, Alter, ich schneide mich schon mal an. So, jetzt seht ihr unsere Neuerung auf dem Server. Wir fahren einmal nach oben. Du hast es aber mit denen, oder? Ich weiß irgendwie. Du sollst die Autos nicht fressen, ne? Ja, das alte Papa beobachtet. Die Strecke ist so lang, aber sie ist jetzt geil. Ja. Weißt du, wo ich damals die abkürzen wollte? Das ging aber nicht. Ja. Ich nehme mal eine Abkürzung. Ups. Der hat sich wohl vor.
Ein wenig. Du sollst sie auf der Spur lassen. Ich weiß schon, warum die immer ausrasten bei dir. Das wollte ich jetzt nehmen. Da hat der Abschlepper wieder was zu tun. Er kommt auf meine Spur, ich kann nichts dafür. Ach, gar kein Abschlepper da gerade. Sind wir bald da? Ja, wir sind bald da, wenn der sich wunderbar bewegt. Sind wir bald da? Wann sind wir denn da? Gleiter. Ach ja, es macht immer wieder Spaß. Wann sind wir da? Ich sehe eine Brücke. Kann man bei der Brücke Bungee-Jumping machen? Das fehlt uns irgendwie noch. Wir sind halt auch nicht so arg. Ey, Bungee Jumping fehlt uns noch. Eine Brücke hast du ja. Darum sag ich ja. Bungee Jumping fehlt noch. So 500 Meter bergab. Ja. An so eine Klippe. Ich hab's gesehen, der hat eine Laterne mitgenommen. Oh oh. Juhu, das ist ja, Wernigerode. Ja. Wo ist denn hier die Kirche? Ja, schon tot. Ja, ja. Die alle auch, oder was? Ist enger. Ja. Aua! Wo ist da mal Pindada? Ja, genau! Das ist Wernigerode. Oh, ist das ein geiler Ausblick. Oh yeah. Ich liebe diesen Blick. Oh, ist das schön, Alter. Ist das mega. Ist das nicht geil? Lass mich mal fahren. Ey, was? Lass mich mal fahren. Oder kann wir fliegen? Morgen. Willkommen bei YNR. Nächster Halt. Schwarzwald. Schon geil, Alter, oder? Ist richtig geil hier. Ich muss sagen, das ist aber irgendwie rasend, ja.
Ja, der Funk ist, hört sich geil an. Weißt du zufällig, wo Con Air ist? Oder Medco? Was sind die? Weißt du zufällig, wo dieser neue PD-Ler ist? Nö. Flieg mal weiter zum PD. Mal über FGM. Keine mehr da. Wollen wir mal zur Werkstatt gucken? Und bitte lass die Häuser stehen, ja? Das sowieso. Boah, ist das Wetter gerade böse. Thank you.
Jo. Standing on landing. Cockpit free. Hallo! Hallo! Na? Wer willst du boxen? Hallo! Rockin! Wo bleiben wir uns von sehen? Na? Hosen scheiße, wie geht's? Schlecht löten jetzt immer gut. Ja, ne? Was war denn bei euch in der Werkstatt los? Hat's gebrannt oder was? Nein, bei uns doch nicht. Das Wetter ist geil gerade. Die Luftboxen, kennst du das nicht? Ja. Oder? Ich lass es. Haben wir da noch Zeit für ein kleines Gespräch? Oder habt ihr das schon jetzt zwangsweise selber gemacht? Was? PD technisch. Was? Im PD? Nö, noch nicht. Gut. Der war jetzt gerade nicht da, da wollten wir jetzt gerade hin, da war er weg. Achso. Ja. Nicht so nah. Kann man aber gleich machen. Genau. So ein paar Minütchen noch. Genau, wir waren jetzt gerade oben auf dem Berg schon. Mhm. Haben wir noch irgendwas, was wir zeigen müssen? Ah! Warst du schon mal einkaufen und deine Kleidung ändern? Nö, also eingucken war ich heute noch nicht, weil brauch ich aktuell nicht. Kleidung habe ich auch noch nicht gezeichnet. Ja, muss mal einkaufen gehen. Aber ich habe versucht einkaufen zu gehen. Und das am Würfelpark unten. Ja. Und das funktioniert nicht. Was funktioniert da nicht? Der Einkaufsmeile. Das funktioniert. Shoppen gehen kannst du. Hä? Shoppen gehen kannst du. Vom Runterfahren. Ich zeig's dir. Ich fahre nicht, ich fliege. Dann flieg ich selber. Meine Damen und Herren, willkommen bei Wines Air. Nächster Halt, es knallt. Was, nächster Halt? Nächster Halt, es knallt. Wir standing, Kevin ist frei. Was? Du kannst nicht einkaufen oder was? Hier steht doch keiner. Oh. Hier ist ja wenig. Oh, wo ist der hin? Wie sieht der Tisch da? Fuck you! Na 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 na. Uno momento. Alles gut. Ich dachte mir so, ich wollte eigentlich schreiben, aber...
Hä, hey, haben wir den vorhin nicht gesetzt, den Shop? Oder habe ich den versehentlich auf die Berge gesetzt? Das kann so sein. Oh, na, warte. Immer jucken. Das, wollen wir das jetzt schnell machen oder wollen wir das später machen? Ach, können wir später machen. Hey, ja. Dann kommen Sie mal mit. Wissen Sie, wo Sie woanders einkaufen gehen können? Nee, will ich auch nicht wissen. Na, dann kommen Sie mit. Nee, kommen Sie mit. Ich will das nicht. Der kostet. Achtung, Heckrotter, bitte Freiheiten! Schreibst du es gleich mit auf die Liste? Was? Hauptplatzladen. Hier ist gerade ein Luftfächer hier unten um die Felder. Ist das schlimm? Alles gut. So, hier. Hier kannst du dein Essen bestellen und kannst du dann bei dem da vorne abholen. Für eine Jacke. Hä? Ne, hier bei denen hier gibt's doch nichts. Ja, aber die Idee nicht, dass wir da auch nochmal zwei die gleichen Punkte hinmachen, oder? Das wäre eine Idee. Das sind alle Bestellautomaten belegt. Die müssen wir dann noch programmieren dann nachher. Schreib's mal mit auf die Liste. Schreib das auch mal mit auf die Liste. Luftballons, genau, Luftballon, Dockershot. Und was sagen Sie zu der neuen Bestellerin? Naja, die alte hat mir besser gefallen, da kannst du wenigstens noch mit den Kunden reden. Mit den Jüngern da drüben. Ja, man wird halt immer moderner, wissen Sie? Aber bei den Läden, da können Sie ja Einkauf einpacken und können dann an der Kasse mit dem Mann reden, wissen Sie? Aber ihr seid hier der bestellt. Immer und Jude Witze. Der erzählt immer Jude Witze. Ja, ne? Das ist Brownie. Dr. Brownie. Wer ist Brownie? Na, das da, das ist Dr. Brownie. Günther hat er zu mir gesagt. Das ist Günther. Na, wenigstens arbeitet jetzt hier mal einer, weißt du? Und verzeiht das Essen. Vorher musstest du mal selber kochen. Kann ich gut, soll kein Problem sein. Oh, jetzt wirst du bedient, wenn du von einem echt Weltklasse kochen, muss ich sagen. Achso, hier muss man noch aufpassen, die Torte, ne? Die kann er euch nur mitgeben, ne? Die ist zu groß für euch zum Essen. Was? Ja. So eine big Torte. Ja, ja, Mann. Ey, komm, Jungs, wir taufen erstmal was. Nee. Hier? Nee, du musst noch nach Hause fliegen. Jo, jetzt flieg mal, let's go. Ich hole dir leider.
Willkommen bei YNR. Wir starten demnächst den Rundflug. Boah, sieht das richtig nice jetzt aus. Und besoffen fliegen ist ja noch geiler. Das ist bloß lustig, ich sehe die Häuser nicht richtig. Ja. Naja, wird abgeschätzt. Boah, das ist eklig zu landen. Oh, es hat geklappt! Geil. Und? Schönes Bier, ne? Ey, wollen wir mal Fußraumspinne machen? Ist eklig noch da. Na komm, mach mal bei Chris. Wo ist der? Ach, der ist gar nicht mehr da. Na gut. Hast du noch was für unsere liebe Community zu sagen? Nö, ich fällt gerade nicht ein. Oh, ich sehe wieder alles normal. Aber doch, weißt du, was mir einfällt? Hä? Ich muss mal noch schnell ein Kündigungsschreiben ausstellen. Zwei Stück? Oder was sagst du? Könnte man machen. Warte, ich löse mal das schnell das Brett raus. Ja, ne? Und dann schreiben wir mal beide noch die Kündigungsschreiben. Einmal für den Polizeichef und einmal, Auto aus, ne? Boah, Junge, das ist so ein geiles Bild gerade. So ist es schon. Oh ja. Ja, warte kurz, legen wir nochmal weg. Lass nochmal wegleben. Da wird's doch nass. Ja, leg noch, pack nochmal weg. Hab ich schon. Einfach so stehen bleiben. Stimmt, mach mal schnell ein. Jo, danke. Jetzt aber. Aber schreiben wir es mal schnell. Hast du? Jo. So, einmal meine Unterschrift. Klick, 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 klick. So, das war Polizei. Jo, danke. Und jetzt einmal noch den Mechaniker. Autohaus. Ja, na? Also, was sagt man den lieben Leuten im Fernsehen? Unterschreiben. Liebe Leute dort oben im Fernsehen. Na? Wir suchen Autohaus, Polizei, Feuerwehr etc. Mitarbeiter und mehrere Leitungen. Auch im Krankenhaus werden noch Leute benötigt. Ja, schaut gerne mal vorbei und ich würde sagen,
PDD, hau da rein. Ja. Ich sage bei dir erstmal danke, ne? Dass du jeden Tag da bist, jeden Tag an meiner Seite stehst, das mit mir trotz alledem durchziehst. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch demnächst ein paar Leute kriegen, ne? Das Unwetter ist gerade so brutal geil. Das sieht gerade richtig nice aus mit dem Heli hier so. Alter, das ist so nice. Boah. Jetzt muss uns noch der Blitz beim Scheiß treffen. Geil. Dann sag ich mal, wir sehen uns später im DD. Na? Conny? Jo, nee, ich hab gerade was zu Ende geschrieben. Ja. Ne, wie gesagt, dann sehen wir uns später zumindest gleich nochmal ganz kurz. Denn bis gleich. Jo, meine lieben Leute von heute. Dann sagen wir mal Ciao Kakao. Dit war's für heute. Es ist wieder 18 Uhr. Wenn ihr mehr sehen wollt, eventuell im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende wieder bei Notruf Bochum. Hat es euch gefallen, was Neues da ist, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaut doch gerne mal vorbei. Server ist offen, ohne Whitelist. Viel Spaß. Eure Alpha Basti Gaming Community vom Notruf Bochum Server. Haut rein. Und ciao, Kakao. Cause I know I'm not the only one.